Hallo Freunde, willkommen zurück zu Deus Ex. Wir haben in der letzten Episode hier eine Menge Chaos angerichtet, glaube ich. Der Druide da oben, oder Roboter, freut sich immer noch über jeden, den er abknallen kann. Allerdings muss ich gestehen, das ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Ich muss mich erstmal wieder kurz orientieren. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Okay, wir sind im untersten Stockwerk und letzten Endes müssen wir, glaube ich, ganz nach oben. Hier sollte dann irgendwo ein Serverraum sein. Aber erstmal eins nach dem anderen. Okay. Treppe hoch und dann würde ich sagen, wir gucken erst uns mal hier hinten um. Da ist auch dieser Balkon. Beim Schneiden der letzten oder vorletzten Episode ist mir aufgefallen, man hätte da eventuell was basteln können mit Kisten, die rumstanden und dem Getränkeautomat und hätte direkt hier hochgekonnt. Das heißt, in einem der Räume wäre es möglich, dass wir was finden, was uns die ganze Show hier erleichtert. Möglicherweise Codes etc. Gucken wir uns mal um. Grüß dich. Du bist wahrscheinlich verängstigt wegen dem Druiden. Mach dir nichts draus. Alles tutti. Siehst du, der tut keinem was. Jedenfalls keinem Hacker, der ihm gesagt hat, ich Freund. Nicht wahr, mein kleiner Tutsi Tutsi? Nee, kriegen wir hin. Und keine Sorge, auch meine Macke geht wieder weg. Ist heilbar. Bricht nur hin und wieder mal durch. Ah, das ist das Radio. Ich dachte schon. Grüße euch. Na, fühlt euch sicher? Solltet ihr, ist eine Sicherheitszone. Das heißt, während einem Sicherheitsalarm hauen alle ab in diese Sicherheitszonen. Möglicherweise sind die Droiden so programmiert, dass die da drin niemanden angreifen. Das wäre natürlich sehr erfreulich. Die Frage ist, wo ist jetzt genau genommen kein eingeschränkter Bereich? Ich meine, gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Ein Praxiskit. Sauber. Das liegt ja einfach so in der Schublade rum. Ich mag den Raum. Gut. Was haben wir denn hier zu lesen? Sicherheitsbedenken. Ming Li, das ist eine vertrackte Situation. Ich muss wohl im Penthouse vorstellig werden. Warten Sie aber nicht auf eine Antwort, bevor Sie mit der Produktion beginnen. Hä? Wu Ming Li schrieb, die Testergebnisse für diesen Monat sind da. Und um es kurz zu machen, sie sind nicht gut. Wir haben immer noch Probleme mit dem Verschleiß der Thermoplasten. Alle mit Gelenken verbundenen Augmente brechen nach den grundlegenden Belastungstests auseinander. Ich bitte Sie daher eindringlich, der Verwaltung eine Verschiebung der Markteinführung zu empfehlen, bis Sie sicher sind, dass nicht die gesamte Produktlinie als Montagsproduktion abgetan wird. Ja, davon haben wir jetzt schon eine ganze Menge gelesen. Also hier sind scheinbar eine ganze Menge Augmente wirklich, wirklich schlimm fehlerhaft. Finde ich interessant, dass die Geschäftsleitung oben das total ignoriert. Ich meine, das ist auch rufschädigend für eine Firma. Wenn man nur Pfusch auf den Markt bringt, ist der Ruf ruckzuck kaputt und dann verkauft man nichts mehr, weil dann ist ja alles Pfusch. Sei vorsichtig. Ming Li, ich habe gehört, dass du dich beim VP über Materialfehler beschwert hast. Ich weiß, dass du ein Mann von großer Integrität bist, aber vergiss nicht, was mit Ting Se passiert ist. Er hat die neuen Unterarmaugmentierungen kritisiert und wurde eine Woche später entlassen. Als dein Freund. Manchmal ist es besser, wenn man seinen Stolz überwindet und lieber den Mund hält. Nur ein gut gemeinter Rat. Da ist auch viel dran. Wenn man den Chefs ständig nur sagt, was sie nicht hören wollen. Naja, sie sitzen leider erstmal am längeren Hebel. Und hinterher sagen, Edge, ich hab's euch ja gesagt, ist dann nicht mehr. Ihr Postfach nähert sich dem Limit. Ja, super Idee. So, wir sind hier. Gut, diese Tür ist nicht abgeschlossen. Das, würde ich sagen, ist der Trainingsraum. Naja, bei dem Ding würden mir auch die Gelenke brechen, glaube ich. Aber die Augmente sollen, glaube ich, besser sein als meins. Das ist nicht so schön. Aber wir können nicht in jeder Schublade hier ein Praxiskit erwarten. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Oh, das ist interessant. Gucken wir doch mal. 5 New-Quieren, wo haben wir die denn her?
Wir können das Ding hier auseinandernehmen. Und das machen wir doch gleich mal. Zugriff gewährt. Sehr gut. Tausche Nuke-Virus gegen Stoppwurm. 300 Credits haben wir auch noch mitgenommen. So passt das. Guaran, danke, dass Sie uns auf diese Sache hingewiesen haben. Gua ist erst seit kurzem bei uns und noch nicht mit unseren Testabläufen vertraut. Geben Sie mir 24 Stunden, um sie ihm zu erklären, und schicken Sie die Proben dann wieder nach unten. VP-Testabteilung. Fertigung, neue Teile zum Testen. Ah. Hao. Ja, Ni Hao ist... Na gut, Hao ist sein Name. Ni Hao ist chinesisch für Servus. Die Fertigungsabteilung hat einige ihrer neuen Produktentwürfe den üblichen Tests unterzogen. Es gab einige Bedenken, was die Strapazierfähigkeit der Scharniere, Gelenke, Bänder angeht. Also alles. Und wir schicken Ihnen die Proben daher zurück, damit Sie sie noch einmal testen, bevor wir mit der Massenproduktion beginnen. Es handelt sich um die folgenden Teile. Netzhaut, Armprothese, Wadenimplantate. Die Leute fallen quasi direkt auseinander. Bitte unterziehen Sie alle Teile einer Takahashi... Ach du Schande. Irgendeine Analyse. Um die Integrität der Legierung zu überprüfen. Modell und Seriennummer stimmen jeweils mit den Testcodes überein, die ich Ihnen geschickt habe. MFG Guaran. Und ja, du hast nur noch Platz für eine E-Mail, weil ich dir die dritte geschickt habe. So weit, so gut. Leute, das ist doch mal ein Ausblick. Also entweder sind die Scheiben ganz übel getönt oder es ist einfach übler Smog. Oder ein bisschen was von beidem. Aber im Großen und Ganzen lässt sich oberhalb der Plattform echt aushalten. Na gut. Das wäre mal der Bereich hier unten. Das heißt, uns bleibt noch... Ja, im Prinzip nur noch dieser Bereich hier drüben. Das wird wieder so ein Fluchtding sein. Und in dieses Treppenhaus müssten wir. Machen wir uns doch gleich mal auf die Socken. Aber wir können uns natürlich auch hier nochmal kurz umgucken. Ich will nur ungern irgendwas vergessen, was ich noch brauchen kann später. Also, siehst du, sie traut sich raus. Hab doch gesagt, der Druide ist harmlos. So, wir gehen lieber mal zur Schusslinie. Nicht wahr? Nö, alles tutti. Oh, das wäre hässlich geworden mit den ganzen Flaschen da. Da haben wir eine Zeitung, aber das ist erstmal uninteressant, würde ich sagen. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Ja, die macht sämtliche Sachen und auf der ganzen Welt gibt es nur diesen einen Nachrichtenkanal. Der läuft in Detroit, der läuft in China. Die Chinesen gucken sich amerikanisches Fernsehen an. Und außer ihr hat sonst niemand irgendwas zu berichten auf der ganzen Welt. Das Leben ist einfach. Das ist ein außergewöhnlich großer Sicherheitsraum, oder? Naja. Data Core Server Room. Ich glaube, da müssen wir hin. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das Gefühl, dass wir ab hier eigentlich keinen Zugang mehr haben. Wie sieht es denn aus? Diese Räume hier gefallen mir gar nicht. Ich meine, ich muss da ja auch nicht einziehen. Ich muss die unter Umständen auseinandernehmen. Das sieht nach einem Sicherheitsraum aus, eventuell mit Druide. Durch die Wand scheinen wir erstmal nicht durchzukommen. Das heißt, wir müssen uns hier durchkämpfen. Da sehen wir dann auch, was wir hier finden. Wahrscheinlich der Zugang. Ja, manche Serverräume haben so einen Schleusenzugang und sind wirklich saubere Bereiche, sage ich mal. Wir gucken uns erstmal diese drei Räume hier an. Da haben wir dann ein paar Möglichkeiten. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Wachposten. Wenn wir hier nicht sein dürfen und der sieht uns durch die Scheibe, schlägt der Alarm nämlich an. Das wäre sehr hässlich. Und da drüben haben wir entweder einen Druide oder eine Selbstschussanlage. Und das heißt, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Es sei denn, das ist der unter uns. Ich meine, der steht auf grün. Das sollte also für uns freundlich sein. Das könnte auch der im unteren Stockwerk gewesen sein.
Okay, das muss eine von den Witzbolden aus der IT-Abteilung sein hier. Wir gucken einfach mal, dass wir hier reinkommen. Hä? Was machen Sie hier? Darf ich dich? Au. Okay. Ah, Gas. Das ist okay. Dagegen sind wir immun. Das verschafft uns jetzt ein paar Sekunden. Batterien aufladen, getarnt und weg. Oh Mann. Die Frage ist, wie lange bleiben die Druiden so misstrauisch? Innerhalb des multinationalen Giganten melden, dass er erfolgreich seinen schottischen Konkurrenten N-Protech. Okay, sie sind jetzt nur noch alarmiert. Die Aktien von N-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht. Hier ist niemand, Roboter, du kannst wieder raus. Vermutlich nur ein Schreibfehler. Witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von okay. Taiyong Medical bei der offiziellen Bekanntmachung. Soweit, so gut. Hier gibt es also böse Druiden. Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyong. Müssen wir nur noch gucken, dass wir das möglichst ich bin Kassan, ohne weiteren Alarm schaffen hier. Für Peikes. Aus China erreichen uns weitere. Okay, von der Seite her können wir das nicht hacken. Was wir mal probieren. Quellen innerhalb des multinationalen Giganten melden. Das kommt dem Roboter gar nicht spanisch vor. Gut. Plötzlich war die Tür zu. Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. So, dann hören wir auch, wenn da einer in die Nähe kommt. Hacken wir erstmal dieses Teil hier. Vielleicht sind da die Roboter dran. Angeschlossen, wenn wir Glück haben. Okay, glaube ich selber nicht dran. Freigabe wäre gut, Schwächen wäre gut. Das heißt, hier investiere ich in Nuke-Virus. ...15% ist okay. Und... geschafft. Zugriff gewährt. Sehr gut. Den Nuke wäre es, war es mir wert. Jämmerlich. Pff, du Opfer. Oh Mann. Du nennst dich Netzwerkspezialist? Mir war gestern Abend langweilig, also habe ich die Firewall gehackt, auf dem Mail-Server zugegriffen und so 1 bis 3 Dutzend Mails rausgeschickt. Hoffentlich stehen deine Kontakte auch so auf Pornos wie du, Windmill. Eieiei. Windmill ist nicht sehr nett. Van Bruggen. Leider nicht. Er wurde von der Drachenkönigin eingestellt, nicht von Belltower. Und bis sie entscheidet, dass wir ihn nicht mehr brauchen, ist er ihr Problem. Er hat es schon wieder getan, Sir. Wie soll ich dieses Unternehmen gegen Netzwerkattacken schützen? Wenn der schlimmste Hacker mein direkter Vorgesetzter ist, können sie nichts gegen ihn unternehmen. Da musst du einfach besser sein als der schlimmste Hacker und dein System schützen. Ja, aber ich gebe es zu, leicht ist das nicht. So, der Druide scheint ruhig zu sein. Ich schließe die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären, wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Soweit, so gut. Nur ein Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyong Medical bei der offiziellen. Okay, da hinten haben wir außerdem eine Kamera. Durch den Kauf steigt der globale Markt. Den sollten wir eventuell K.O. schlagen und ein bisschen zur Seite ziehen. Okay, Kamera scheint weit genug weg zu sein. Oh, das finde ich super. Da muss ich die schon nicht aufheben. Kannst du die? Ach, ein bisschen Kooperation wäre schön gewesen. Ein PDA.
Super. Was haben wir denn hier drin? Achtung an alle Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe für die Datenzentrale. Der Zugangscode für die Datenzentrale wurde vorübergehend in 9762 geändert. Aus Sicherheitsgründen verliert der Code nach Mitternacht seine Gültigkeit. Oh, bitte, 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 bitte. Verdammt. Na gut, das scheint erstmal relativ einfach zu sein. Probieren wir es. Zugriff gewährt. So gefällt mir das. So bist du ein feiner Champ. Das ist ruhig. Ah, okay, sorry. Ich hoffe, du hast dich vor Dienstbeginn ausreichend gedehnt. Na gut. Da haben wir den Genossen hier drin. Ich glaube... Wir haben heute jede Menge Themen, also sollten wir keine Zeit verschwenden. Ich sag's jetzt mal ganz einfach, Leute. Panshire wird... Diese ganzen Sendungen hier gehen mir tierisch auf den Keks, muss ich sagen. Nächste Ziele von Windmill. Mit Nick, die Schlampenkönigin hat gerade eine neue Liste geschickt. Sie will die folgenden Finanzdaten einsehen, und zwar sofort. N Protec, Schottland, Mert International, Deutschland, bla 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 bla. Okay. Mit Penetrationstest kennst du dich ja aus, also fang schon mal für mich an. Ich muss mich mal wieder mit Nuclear Snake rumschlagen. Der wird langsam richtig lästig. Okay. Da hatte ich mir eigentlich mehr von verhofft, von dem Raum, aber okay. Wir haben das mal soweit gepackt. Das heißt, jetzt geht es um die Kamera. Wenn wir uns unsichtbar machen, brauchen wir wahrscheinlich nicht mal. Wir probieren es mal mit dem Raum. Wir waren hier drin, haben die Druiden abgelenkt und dann, ne? Gucken wir einfach mal. Wir schleichen allerdings, damit die uns möglichst nicht entdecken. Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären, wie Erträge in Millionenhöhe auf sein Privatkonto gelangt waren. Vermutlich Präsidentin von Taiyong Medical bei der offiziellen Bekanntgabe. Oh, bitte lass das die Passwörter sein. Ach wirklich? Mussten Sie mir das schicken? Ich habe den verfluchten Code geschrieben. Neue Anmeldeinformationen. Achtung! Ab morgen müssen Sie die folgenden Anmeldeinformationen verwenden. Squan Radium. Okay. Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyong. Big Brother. Ich weiß, Sie haben einiges zu lesen, damit Ihnen nichts entgeht, aber ich bezweifle, dass wir eine neue Stelle genehmigt kriegen. Ich bitte mit Nick, die Suchparameter zu verbessern. Das sollte Ihnen helfen, zumindest die wichtigsten Mails zu überprüfen. Einzelheiten über ein gewagtes Manöver. Oh, halt die Klappe, das stört ja tierisch. Hey Boss, danke, dass Sie die Postfachgrenze auf 4 heruntergesetzt haben. Aber ich komme immer noch nicht mit dem Lesen der Mitarbeitermails hinterher. Ich fürchte, ich kann die gefährlichsten Dissidenten nicht rechtzeitig erkennen. Besteht vielleicht die Chance, dass mir jemand hilft? Deswegen? Ja gut, wenn ein Mitarbeiter die E-Mails der ganzen Firma lesen soll, dann dürfen natürlich nicht viele E-Mails geschrieben werden, das ist ganz klar. So, da vorne haben wir Kamera. Und irgendwo hier drüben guffelt noch so ein Druide rum, glaube ich. Naja, soll mir erstmal recht sein. Gut, mein Ziel wäre es jetzt erstmal nicht unbedingt hierher zu gehen. So doof das klingt, aber ich möchte mich ein bisschen umgucken. Vielleicht ein bisschen außen rum. Der Druide sollte hier drin parken. Und ja, die beiden Räume stehen als nächstes auf meiner To-Do-List. So, eine Sache wollte ich schon immer mal ausprobieren. Hervorragend. Wir sind also auch für Kameras erstmal unsichtbar. Hui, Entschuldigung. Security. Ja, hier werden wir wohl Zugriff auf Kameras und Druiden bekommen. Müssen ja nur 2 Leute dafür ausschalten.
Sollte wohl ein Kinderspiel sein. Okay, da latsche ich mir natürlich getarnt rein. Ich will nichts riskieren. So viel dazu. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der Druide möglichst ruhig ist. Soweit, so gut. Haben wir hier vielleicht... Ne, ist nur ein E-Book, kein PDA. Synthetisches Denken, die menschliche KI. Okay. Da haben wir ein neues Passwort. Und ja gut, E-Mails-Geschichte ist klar. Dann gucken wir mal. Da haben wir es doch. So, erstmal Roboter. Schick. Türen auf und Geschütze haben wir keine. Kameras machen wir aus. Dann können wir uns hier in aller Seelenruhe bewegen. Dafür hast du keine Verwendung mehr. Das lasse ich dir mal da. Kannst du kuscheln, wenn du willst. Was haben wir da? Die nehmen wir mit. So weit, so gut. Brauche ich nicht. Das nehme ich mit. Mann, Mann, Mann. Ich muss das danach nochmal durchspielen mit dem Revolver als Primärwaffe. Okay, die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten natürlich den Lüftungsschacht bemühen. Das wäre wahrscheinlich der Schleichweg, wenn wir hier nicht die Kameras und so weiter ausgeschaltet hätten. Hier hinten will ich mich noch umgucken. Ich meine, der Druide gehört inzwischen zu uns. Hier sollten wir durchkommen, hier sollten wir durchkommen. Wir haben alle Türen geöffnet und so weiter. Sollte jetzt nicht so das wahnsinnige Problem sein. Was treibt der denn da schon wieder? Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Für eine Stufe 4 Datenbank so viel Aufwand und das Ding können wir auch nicht hacken. Mach kein Blödsinn, Kleiner. Sonst schalte ich dich aus. Das kann ich nämlich auch. Ich bin der Hackermeister hier. Ich weiß, wo dein Terminal steht. Wupp. Genau. Guck in die andere Richtung. Dann wird alles gut. Das sind zwei Leute, die sich gegenseitig angucken. Da bin ich nicht übermäßig scharf drauf. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. Hey, das nehmen wir alles mit. Was steht denn in deinem PDA? Der Zugangscode für die Hintertür zur Datenzentrale lautet: Dieser Code ist streng geheim. Geben Sie auf keinen Fall weiter. Naja. Nicht, dass er sich's ausgesucht hätte oder so. Und da haben wir die Alarmmeldetafel. Bleibst du so? Nein, bleibst du nicht. Ich hab's mir fast gedacht. Okay. Die Helme sind so wie bei Stormtroopern gebaut. Man sieht nichts. Mal ehrlich, mit dieser Rampe vor den Augen. Das ist okay. Er hat nicht mal seinen Kollegen da hinten gesehen. Naja, fantastisch. So. Und dann müssten wir hier eigentlich auch überall fertig sein. Die Kameras sind immer noch aus. Unser Druide läuft weiterhin Patrouille. Und das passt. Hintertür, auch kein Problem. Ich meine, wir hätten jetzt auch den Code gefunden gehabt, aber so kann es ja jeder. Sicherheitsupgrade, Datenzentrale. Wir weisen darauf hin, dass wir die Installation der neuen Sicherheitsfunktionen für die Datenzentrale abgeschlossen haben. Unter anderem wurden neue Umgebungssensoren installiert. Darüber hinaus wurde das lasergesteuerte Sicherheitssystem positioniert und hat seinen Betrieb innerhalb der vorgeschriebenen Fluktuationsparameter aufgenommen.
Bitte lassen Sie mich wissen, wann Sie Zeit für eine persönliche Einweisung in die neuen Funktionen haben. Peng. Uah. Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja. Wir haben hier drüben jede Menge Lichtschranken. Die Sache sieht erstmal soweit gar nicht schlecht aus. Lass mal kurz gucken, wie schnell müssen wir da sein? Okay, soweit so gut. Unser Druide hat noch immer eine Menge Spaß da oben. Wir können hier nicht rechts rum. Wegen einiger Laser auf dem Boden. Moment, sind die in Intervallen geschaltet? Nee, sind sie nicht. Das heißt, wir müssen hier erstmal rechts rüber. Drüber springen ist nicht, drunter durch ist nicht, also müssen wir hier ganz rechts rüber. 21, oh, das ist nur eine Sekunde, da müssen wir echt fix sein. Und vor dem Ding herlaufen, ansonsten geht das schief. Wo wir gerade von sonst geht das schief reden. Oh, sind das viele. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Jemand sein. Ah, Druide, böse. Ah, super. Okay, das war ja mal ein netter Ausflug. Da bin ich zu früh losgelaufen, leider. Okay, aber wir haben schon ein paar Kleinigkeiten gesehen. Also ich denke mal, der Lüftungsschacht von hier drüben, der wird hier reingehen, eventuell sogar noch ein Stück weiter. Das sollten wir uns mal angucken. Und da hinten, also ich habe jetzt auf die Schnelle drei Wachen gesehen, plus ein Druide. Könnten auch vier gewesen sein. Gegen die will ich nicht alle kämpfen. Auch nicht, nachdem ich mich da durchgeschlichen habe. Also probieren wir es einfach mal so. Er spart uns vielleicht ein bisschen Stress. Okay, der Druide hält uns ganz gut den Rücken frei. Das funktioniert. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da hinten. Okay. Stimmt, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, dass hier auch noch was ist. Wir bauen hier ein bisschen um. Hat sich ja gelohnt. Sehr, sehr gut. Spitzenmäßig. So kommen wir dann doch noch dadurch. Ja, das war der, der gerade eben vom Roboter gekillt wurde. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch alles mit. So, jetzt lass mal gucken. Inventarweiterung sei Dank. Wir haben jede Menge Munition für das Ding. Jetzt will ich sehen, dass das Ding mal vollgeladen ist. 100 vielleicht? Ja. Okay. Wow. Na, immerhin. So oft benutzen wir es nicht. Wollen wir hoffen, dass die 100 eine Weile halten. Da, falsche Richtung. Okay, hoch. Nehmen wir mit. Moment. Das nehmen wir mit. Armbrustbolzen brauchen wir nicht. Wir haben keine Armbrust. Das andere sind Betäubungspfeile, glaube ich. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn da jetzt? So eine Riesendose, gell? Oh Mann.
Und schon ist unser Inventar wieder voll. Spitzenmäßig. Das lassen wir mal da. Ich weiß, das Ding füllt 3 auf, aber sind wir ehrlich. 2 füllen sich von alleine wieder auf und das auch noch sehr schnell. Das wäre der totale Overkill. Wir würden die Hälfte davon verschwenden. Naja, immerhin haben wir den Lüftungsschacht gefunden, der uns hier vorbeiführt. Das ist schon mal viel wert. So viel zu, er führt uns hier vorbei. Na super. Den machen wir zu. Gründlich ist gründlich. Okay, das war, denke ich, der leichte Teil. So, gucken wir uns um. Das Ding ist höllenschnell. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und das da ist die so ziemlich einzige Deckung, die wir haben. Der Laserstrahl hört nämlich hier auf und ist gleichzeitig auch hier. Okay, bis wohin geht der denn? Ziemlich genau bis hier. Das heißt, wenn wir uns ans Kabel stellen, sind wir noch sicher. Und dann können wir hinter dem Laserstrahl herlaufen, in Deckung bleiben. Wollen wir hoffen, dass das hinhaut. So, Kabel. Und... so weit, so gut. Da wäre Springen angesagt, aber... nee, da ist erstmal nicht reingehen angesagt, würde ich sagen. Schlecht. Okay, da vorne, diese Kiste müsste der nächste Punkt sein. Aber da habe ich auch ein bisschen Angst vor den Leuten, die hier rausgucken. Werden ein paar sein. Die haben doch einen Schatten, das Ding so aufzubauen. Ja, da links vorbei kommen wir nicht. Dafür sorgen diese Lichtschranken. Das ist schon so gemacht. Okay. Nächste Hürde. Wir müssen da drüben hin. Wie weit kommt der Laserstrahl zu uns? Nee, das passt. Der da ist der Gefährliche. Sobald der verschwunden ist, würde ich sagen. Jetzt. Okay. In das Ding kommen wir nicht rein. Da ist die Tür zwar offen, aber da will ich ehrlich gesagt nicht rein. Und ja, durch die Kamera da vorne. Da vorne ist Security-Raum mit dem Droiden, würde ich sagen. Und das sieht aus wie die Kontrolltafel für die Laserkraftfelder. Müssen wir wohl doch erstmal das Zimmer da stürmen. Energie haben wir wieder ein bisschen. Los geht's. Okay, ist vielleicht ein bisschen gruselig. Stellt euch vor, plötzlich geht die Tür auf. Irgendwas Unsichtbares prügelt eure ganzen Leute hier zusammen. Machen wir hier erstmal zu. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. Oh Mann. Und ja, du hattest recht. Das Unsichtbarmachen ist wirklich ein bisschen imbar. Du bereust trotzdem nicht, dass ich es mitgenommen habe. Das erleichtert uns hier ein paar Dinge ganz enorm. So, einmal Gasgranate. Hätte ich gern. Standardgewehrmunition brauchen wir keine mehr. Wir haben inzwischen größere Kaliber. Na, fantastisch. So, E-Mails bitte. Wartung. Inspektion bestanden. Wir weisen darauf hin, dass die Feldbot-Einheiten im Hangargebiet einer vollen Wartungsinspektion unterzogen wurden. Alle Einheiten haben die Inspektion bestanden und sind einsatzbereit. Die nächste turnusmäßige Wartung erfolgt zu Beginn des nächsten Produktionszyklus, wann auch immer das ist. Postfachvorschriften kennen wir, die sind eh totaler Mumpitz.
Na komm, geh auf. Fantastisch. Admin 4. Schade. Ich frage mich, wann diese ganzen Codes, die wir gefunden haben, mal nützlich werden. So, da müssten wir rüber, wenn wir das wollen. Das sind alles nur Zweier. Die könnten wir eigentlich mal gleich mitnehmen. Im Notfall haben wir noch ein Stoppvirus. Müsste passen. Ja, den Spam brauchen wir nicht mehr. Zugriff gewährt. Wir haben, was wir wollen. So, die schalten wir um. Geschütze sind keine da, Türen sind keine da. Die Kamera machen wir aus. Dann kommen wir da schon mal ein bisschen leichter zurecht. Das Ding würde mich echt interessieren. Damit kommen wir wahrscheinlich hier rein. Und das gucken wir uns mal an. Wahrscheinlich lernen wir dann auch gleich, wie wir da sonst noch durchgekommen wären. Ohne dieses lustige Minispielchen mit den ganzen Lasern. So, das stellen wir mal da ab. Seid ihr des Wahnsinns? Okay. Ich habe eine Idee. Das ist so blöd, das kann gar nicht klappen. Die Idee war so blöd, dass sie klappt. Fantastisch. Der Roboter, der da draußen rumguckt, gehört inzwischen zu uns. Das passt. Wichtige neue Anmeldeinformationen. Achtung, aufgrund von Handlungen eines ehemaligen Mitarbeiters sind wir gezwungen, universelle Reparaturen an unseren Firewall und unserem Kommunikationsnetzwerk vorzunehmen. Das steht irgendwie im Zusammenhang mit Windmill, würde ich sagen. Ab morgen müssen Sie die folgenden Anmeldeinformationen verwenden. RQMA Outback. Aus Sicherheitsgründen sind Ihre aktuellen Anmeldedaten ab heute Nacht 0 Uhr nicht mehr gültig. Fantastisch. Vielleicht helfen uns solche Sachen irgendwann mal. MP-Munition ist unwichtig. Ja, so eine Kiste wäre fantastisch gewesen. Oder ich hatte einfach nur strunzdummes Glück. Naja, jetzt ist das mit der Geheimhaltung eh hinfällig. Die Nasen pennen. Und, RQMA Outback war das doch. Warum wurde das oben nicht angezeigt? Ich habe gerade das Gefühl, wir wurden mal wieder richtig verarscht. Phoenix Instant Messaging Archivierung. Silence Spy. Salmon, bist du da? Hier ist gerade was echt schief gegangen. Was? Keine Ahnung. Windmill hat mich angepingt. Hat gesagt, er wäre heute Puppet Master bei der Big S Corp Infiltration. Wollte mir Daten für die Queen schicken. Super, der Download lief, aber dann, bumm, ist das ganze System abgestürzt. Hast du es nochmal versucht? Ja, Windmill antwortet nicht. Was ist mit den Daten? Beschädigt. Aber vielleicht kann ich was retten. Dann mach. Was ist mit Windmill? Glaubst du, dass ihm was passiert ist? Wenn wir Glück haben? Hä? Jedenfalls hat er es fett verdeppt. Okay. Lustig, was hier für Leute unterwegs sind. Was haben wir denn da? Typhoon-Munition. Können wir nicht brauchen. Wir haben noch kein Typhoon-System. Und ich bin im Moment auch nicht so sicher, ob ich jemals eins will. Wie auch immer. Für heute würde ich sagen, wir machen Feierabend. Die Folge läuft schon wieder ewig lang jetzt. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.